Willkommen zurück zu Little Nightmares 2. In der letzten Folge haben wir Fernsehportale für uns entdeckt. Und haben festgestellt, dass die Leute, die hier so rumoxidieren, eigentlich ganz ungefährlich sind, solange man nur eine eingeschaltete Glotze in der Gegend hat. Und das beruhigt mich ein bisschen. Ah, ja. Den schalten wir an. Und den schalten wir aus, was ein bisschen gefährlich ist. Oh. Oh Mann. Entschuldigung. Naja, okay. Das tut mir ja auch ein bisschen leid jetzt, aber Au, 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 au! Hochziehen! Ist kaputt gegangen. Jetzt kannst du von mir aus weiter gucken. Naja. Ich wollte mich irgendwie an die Lampe hängen und das ausschalten. Ich meine, wie dämlich ist das bitte, das hier dunkel zu machen? Aber nur halb so dämlich, wie das im Krankenhaus war oder in der Anstalt oder was auch immer das für ein sonderbarer Ort war, wo diese Prothesenpuppen durch die Gegend geötzelt sind. Die sind ja tatsächlich gefährlich geworden, wenn es dunkel war. Jui. Oh, da ist einer. Und der hat keinen Fernseher. Da sind ganz viele. Oha. Gott. Ich fürchte auch, man kann auch nichts dagegen unternehmen. Ja, krass. Also. Okay, da scheint es nicht weiter zu gehen, also muss ich mich wohl tatsächlich hier in dieses Loch plumpsen lassen. Ah. Oh, da glüht es noch im Aschenbecher. Das heißt, der Eigentümer könnte unter Umständen noch nicht ganz so weit weg sein. Das wäre was geworden, wenn ich mich jetzt einfach so in diesen Fernseher hier reingestürzt hätte. Das wäre mein Untergang gewesen. Gut, wir wissen jetzt auch nicht, was uns da auf der anderen Seite erwartet. Da steht jetzt direkt einer vorm Fenster. Nee, puh, Glück gehabt.
einen Hebel. Oh, oh. Ja, ich befürchte, ohne Fernseher sind die recht unausstehlich, diese Herrschaften. Okay, da kann man nicht rein. Hätte ja sein können, dass da nochmal irgendwie ein... noch ein Geist auf uns wartet. Oder ein Hut. Ich habe nicht gehört, wie so ein Mann gekommen ist. Ich dachte, man könnte mit dieser kopflosen Puppe irgendwas anfangen. Ah. Dass wir vielleicht Uli gerade runtergeworfen haben, das macht aber ja keinen Sinn. War ja irgendwie eher so ein Fahrstuhlschacht. Paket. Hier ist auch ein Paket. Kann man das dazulegen? Ja, da machst du ein Auge auf dem... Ah. Da auch. Hm. Da ist auch ein Auge drauf. Das bringt gleich auch zur Tür hin. Ich kann hier gleichzeitig nochmal so ein Postboten-Spiel betreiben. Ich kann es auch sagen. Egal, das reicht, da können wir uns durchquetschen. Das ist ein ganz schön schweres Paket. Guck da.
Wie will ich gerne, dass das hier oben auf dem Paket liegen bleibt? Möchte von da aus in den Briefschlitz rankommen. Naja, egal. So, ich glaube, macht Sinn, nein, genau das nicht zu machen. Ja, okay. Granatenstarke Idee gehabt. Gar nicht gut funktioniert. Das war doch gar nicht so ganz doof. Hier gibt es auch nämlich so ein Loch zum Durchhüpfen. War meine Idee schon gar nicht so ganz blöd. Nur die Umsetzung hat noch ein bisschen gehakt. Na, warte mal, wie muss ich das denn dann machen? Stehen. Die einzige Möglichkeit, auf den drauf zu kommen. Na gut, außer ich schicke ihn jetzt los. Da muss ich aber auch ein ganzes Stockwerk runterspringen. Das ist auch ganz schön gefährlich, oder? Zu langsam. Ja, oder beim Runterfahren, das würde auch gehen. Das ist jetzt direkt. Nee, das bringt mir ja nichts. Doch. Hätte auch hier unten rausgehen können. Egal. Wir haben es geschafft. Darauf kommt es ja an. Und dieses Spielzeugauto schmeiße ich da jetzt auch unter.
Okay. Gefährlich. Okay, also ich kann darüber auf das Trockene springen. Das wird gehen. Da komme ich nicht wieder zurück. Muss ich denn wieder zurück? Wahrscheinlich irgendwie, oder? Hier den Hocker klauen. Das ist aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hab mich ein bisschen erschrocken. Okay. Das klappt so nicht. Kann ich hier einfach die Glotze ausschalten? Hier hinten, wo ich sicher bin? Natürlich nicht. Kann ich denn wieder zurückspringen? So, wunderbar. So, kann ich von dem trockenen Platz auf das Klo springen? Oder zumindest an das Klo springen? Probieren wir es mal aus. Ja, okay, das geht. Mist. Naja, aber vielleicht brauche ich den ja gar nicht. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass sie doch so abgelenkt ist. Aber ist halt auch direkt neben ihr, ne? Das hätte man sich auch ein bisschen denken können. Egal, wir haben es geschafft und haben den Hocker. Kann ich mich da einfach fallen lassen? Jetzt bloß nicht auf den Ausknopf drücken. Wobei es mich ja schon ein bisschen reizen würde, ne? Passiert nichts. So nah will ich da eigentlich auch gar nicht dran gehen. Ja, da unten ist ein Fernseher, okay. Was ist hier in der Ecke? Ein Einkaufswagen. Der steht doch nicht aus Quatsch hier. Hier muss ich doch irgendwas machen. Stellt euch an dieser Stelle einfach die Jackass-Musik vor.
das da auch nass? Komme ich da so durch? Ja, komm hier durch. Aber was will ich hier? Ein Geisterkumpel? Warum kann ich mich hier verstecken? Welchen Sinn hat das? Potenziell würde ich sagen, man könnte da raus, wenn man noch Six an seiner Seite hätte. Haben wir aber nicht. Ich hätte gedacht, dass man diesen Aufziehschlüssel hier für irgendwas verwenden kann, aber naja, gut, man kann den hier aufheben. Ich wüsste aber nicht, was ich mit dem soll. Hier ist wieder so ein Teddy, wo da ein Schlüssel drin ist. Ein Krematorium in der Nähe. Ah, guck mal, da oben können wir hin. Ich weiß nicht so ganz aus welchen Gründen ich hier hin wollte. Wahrscheinlich, um diesen Schalter zu betätigen. Von da unten wäre ich gar nicht hochgekommen wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir das auch mal. Blinkt es. Warum blinkt es? Blinkt es, weil es gleich wieder angeht? Nö. Ja, das heißt nö. Also wir wissen es nicht. Weil jetzt auf jeden Fall der Strom hier raus. Also könnten wir hier unten auch rumlatschen. Warum auch immer. Macht halt nicht so richtig viel Sinn. Ah, vielleicht kann ich an dem Kram da hochklettern, ja. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir fahren den Einkaufswagen rüber auf die andere Seite. Vielleicht. Und wenn wir dann gleich den Strom eingeschaltet haben, dann hüpfen wir einfach wieder da oben rüber. Auf diese Ausgangsplattform sozusagen. Dann auf das mittlere Regal. Und dann rüber zum Fernseher. Ich weiß noch nicht so genau, warum ich... Warum soll ich den Fernseher tatsächlich benutzen? Wahrscheinlich nicht. Warum ich wahrscheinlich hier... Da unten raus bei der Meute, oder? Komm, wir müssen es ausprobieren. Ich wäre neugierig. Nee. Ganz woanders. Okay. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ich hätte gedacht, man könnte jetzt hier an diesen Eisenbahn hochklettern, dann rüber zu dem Baby und dann irgendwie da an diesem Schild und dann nach oben klettern oder so. Aber das war wahrscheinlich ein bisschen zu doll actionlos gedacht. Egal. Dann sind wir jetzt hier oben. Hier oben ist auch schön. Da zappen Booster.
Okay. Hauptsache, die kommen da nicht durchgebrochen, weil die mich sehen und keinen Fernseher haben. Ich könnte da hinten rein und die schnell einschalten. Das ist halt auch verhältnismäßig hoch eigentlich, ne? Also, wenn wir mal die Körpergröße von uns betrachten und der Sturz von dieser Vorbedachung. Ich hätte jetzt gedacht, die flippen total aus und reißen den Zaun ein. Ich komme da nicht rein. Ach nee, ich muss die da irgendwie weglocken. Ja, aber die schnappen mich doch sofort. Naja gut, okay, wenn der hier an ist, dann sind sie davon ja abgelenkt, wenn ich dann hier in die Ecke renne. Das könnte klappen. Oh. Guck mal, das ist ein Fernseher. Okay, cool. Nichts passiert. Das ist ein Hut? Nein. Kann ich diesen Handschuh nehmen als Hut? Leute, das ist eine Fernseher. Was macht ihr denn da? Ich bin irgendwie ganz froh, dass sie diese Fernsehwander-Fähigkeit nicht haben. Ich will erstmal gucken, ich will ja nicht gleich. Ja. Runterfallen. Gut, okay. Hätte auch sein können, dass es auch noch ein Geisterkumpel ist. Aber wieso ist der jetzt wieder heile? Macht ja keinen Sinn. Egal. Aus. Hey! Nein! Verdammt! Oh Gott, oh Gott, jetzt hab ich Stress. Warte mal, da hinten hängt eine Axt, brauche ich. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ja,
Okay. Das hat irgendwie nicht geklappt. Kann ich vielleicht versuchen, erst die Axt herunterzunehmen? Nee, das ist so gewollt. Verdammt. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, versuchen ihn zu dann axtieren. Ist wahrscheinlich gleich ratsam, direkt hier zu verschwinden. Der Aushilfs-Slenderman da. Aber immerhin wissen wir, dass Six noch am Leben ist. Ne, ich habe die Uhr gerade nicht im Blick. Ich muss mal eben schnell schauen. Ui, wir haben schon wieder ganz schön überzogen. War aber auch eine spannende Folge, fand ich. Ja, wir haben also Begegnung mit dem Aushilfs-Slenderman gemacht. Und wir wissen, dass Six noch am Leben ist und wir können sie vielleicht befreien. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die nächste Folge und schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.